Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema Funktionen mit zwei Variablen. Anders als in den Videos bisher werden wir uns hier also Funktionen anschauen, die von mehreren Variablen, von mehreren veränderlichen oder von mehreren Inputs abhängen, und zwar den einfachsten Spezialfall dort, den mit zwei Variablen. Das kommt in der Praxis natürlich sehr häufig vor, dass eine bestimmte Größe, die ich ausrechnen möchte, nicht nur einen einzigen Einflussfaktor hat, sondern mehrere Einflussfaktoren. Klassische Beispiele aus der Volkswirtschaft wären die Produktionsfunktion, wo man häufig von den Inputfaktoren Kapital und Arbeit spricht. Man kann sich da ganz grob bildlich eine Firma vorstellen, die einen bestimmten Output produzieren möchte und dafür vielleicht modernere Maschinen, mehr Kapital einsetzen kann und dafür weniger Arbeit dann benötigt, oder umgekehrt eine Firma, die schlechtere Maschinen hat und das kompensieren muss durch mehr Arbeitseinsatz. Als grobes Bild, was man dafür vielleicht im Kopf haben kann. Und um dann die Produktion möglichst gut zu gestalten, um die in einem gewissen Sinn optimal zu gestalten, kann ich mir dann überlegen, wie müssen diese beiden Inputfaktoren in Balance zueinander stehen. Und darum soll es jetzt nun in den folgenden Videos gehen. Und zunächst einmal schauen wir uns da die wichtigsten mathematischen Eigenschaften von solchen Funktionen mit zwei Variablen an. Aus mathematischer Sicht, wie sind nun also Funktionen mit zwei Variablen definiert? Wir haben also wieder eine Zuordnungsvorschrift, eine Funktion f, die bildet eine Menge m ab auf die reellen Zahlen, und m ist jetzt aber eine Teilmenge vom r², oder manchmal schreibt man auch r kreuz r. Die ordnet also jedem Paar von zwei reellen Zahlen eine andere reelle Zahl zu. Und das könnte zum Beispiel sowas sein wie x1 plus x2, könnte sein x1 mal x2 oder ähnliches. Das alles wären also Funktionen, die zwei Argumente haben und ein Paar von Argumenten x1 und x2. Und in den Wirtschaftswissenschaften ist dieser Werte, die Menge m, ich lösche das hier vielleicht einmal, die Menge m, von der ich die Abbildung auf die reellen Zahlen mache, der Definitionsbereich, häufig der nicht negative Quadrant oder der erste Quadrant. Wenn wir uns also hier so ein Koordinatensystem hinmalen mit x1 auf der x-Achse und x2 auf der y-Achse, da haben wir also hier den ersten Quadranten, wo sowohl die eine wie auch die andere Variable positiv ist. Ja, wenn wir also zum Beispiel eine Produktionsfunktion haben mit zwei Inputs, aus volkswirtschaftlicher Sicht nimmt man dort eben häufig Kapital und Arbeit, dann muss ich eine positive Menge Kapital einsetzen, Maschinen oder ähnliches, und eine positive Menge Arbeit, Arbeiter, die halt diese Maschinen bedienen, um irgendeinen Output zu erzielen, und das kann nicht negativ werden. Um dann eine solche Funktion zu visualisieren, verwenden wir im Nachfolgenden ein paar grafische Darstellungen. Einmal durch perspektivische Bilder des Funktionsgraphen. Dann nehmen wir also Wertepaare x1, x2 mit dem zugehörigen Funktionswert z gleich f von x1 und x2 her und versuchen, diese dreidimensionalen Punkte in einer perspektivischen Darstellung hinzumalen. Die Alternative ist, dass wir so Niveaulinien malen. Wir malen jede Kombination von x1 und x2, die zum gleichen Funktionswert c führt. Und das ist dann die Niveaulinie eben zum Level c. Klingt jetzt alles irgendwie ganz abstrakt, schauen wir uns ein paar Bilder an, dann wird das alles viel klarer. Als erstes Beispiel nehmen wir auch eine lineare Funktion her. Wir haben also eine Funktion von zwei Argumenten, x1 und x2, und wir haben jeweils einen linearen Steigungskoeffizienten b1 mal x1 plus b2 mal x2 plus dann noch einen Achsenabschnitt c. Wenn also x1 und x2 beide gleich 0 sind, haben wir den Achsenabschnitt c. Und im Falle,
dass der ja auch noch 0 ist, nennt man f auch eine homogene lineare Funktion. Das wird aber erst sehr viel später für uns relevant werden. Schauen wir uns also einmal eine ganz einfache lineare Funktion mit zwei Variablen an, nämlich x1 plus x2, die ich eben auch schon genannt habe. Links haben wir jetzt also diese perspektivische Darstellung, die wahrscheinlich viel besser geeignet ist, dass wir eine räumliche Vorstellung bekommen, wie diese Funktion aussieht. Sieht also aus wie eine Ebene, die im Raum liegt, wie so eine gerade Platte. Und wir haben hier die x1-Achse, da haben wir die x2-Achse und das ist dann die z-Achse, der Funktionswert. Ja, wenn wir also hier zum Beispiel losgehen bei x1 gleich minus 2 und x2 gleich minus 2, bekommen wir einen Funktionswert von minus 4. Und in dieser Richtung haben wir dann eine Steigung von 1, die steigt also an, wenn jetzt, ich lösche hier vielleicht noch einmal, dass wir es leichter ablesen können, wenn wir jetzt also unser x1 bis auf 2 ansteigen lassen und das x2 bei minus 2 belassen, dann bekommen wir 2 plus minus 2 eine Summe von 0 heraus. Wenn wir also hier perspektivisch rübergehen, kommen wir auch tatsächlich bei der 0 an. Und da sehen wir jetzt aber schon ein Problem, was diese perspektivische Darstellung hat. Obwohl wir von der Form des Funktionsgraphen eine gute Vorstellung bekommen in dieser Darstellung, ist es relativ schwierig, die Achsen abzulesen, weil die eben so perspektivisch verzerrt sind. Viel besser dafür geeignet ist diese Darstellung auf der rechten Seite mit den Niveaulinien. Auch hier haben wir x1 auf der einen und x2 auf der anderen Achse abgetragen und wir haben jetzt aber nicht direkt das y abgetragen, sondern wir haben eine Linie gemalt für jedes gleichbleibende Niveau. Als ein Beispiel nehmen wir hier einmal her x1 gleich 2 und x2 gleich minus 2, sind wir also bei dem Punkt da hinten, 2 plus minus 2 ist 0. Denselben Wert erzielen wir aber natürlich auch, wenn beide x gleich 0 sind oder wenn x1 gleich minus 1 und x2 gleich 1 ist. Alle diese Werte haben gemeinsam, dass sie den Funktionswert 0 ergeben. Und deshalb sind die also hier mit einer Niveaulinie miteinander verknüpft. Und dann sehen wir, dass es also hier quasi bergauf geht, genauso wie wir hier bergauf gehen können. Da können wir also diese Niveaulinien raufgehen. Ja, diese Darstellung mit Niveaulinien kennen Sie auch aus Wanderkarten beispielsweise. Ja, wir haben also hier eine Rampe, die wir steil nach oben marschieren können. Das sehen wir anhand dieser Niveaulinien, die wir also hier genau überschreiten und immer weiter nach oben gehen. Und die Farben, die im Hintergrund liegen, unterstützen diesen Eindruck noch. Wir gehen also von einem hellen Gelb zu einem dunklen Blau-Violett, wo die Werte immer höher werden. Und dasselbe habe ich auch hier gemacht, von einem hellen Gelb zu einem dunklen Blau oder Violett bei den hohen Werten. Man muss diese Darstellung mit den Niveaulinien nicht mit so Farben unterstützen. Das ist häufig hilfreich, kann aber auch ablenken, kann das Ablesen ein bisschen schwerer machen. Manchmal malt man auch nur die Niveaulinien hin mit der Beschriftung hier und in manchen Situationen wird sogar die Beschriftung weggelassen, wenn es nur darum geht zu sehen, welche Form haben denn die Niveaulinien und in welcher Richtung kann ich denn zum Beispiel nach oben marschieren. Schauen wir uns noch einen anderen Funktionstyp an, quadratische Funktionen. Quadratische Funktionen von zwei Variablen bestehen jetzt einmal aus Termen zweiter Ordnung, wo zwei x miteinander multipliziert werden, entweder x1 mal x1, gibt also x1 zum Quadrat, dann der Kreuzterm x1 mal x2 oder x2 mal x2 oder x2 zum Quadrat.
dann kann ich auch noch lineare Terme in x1 und x2 haben und alle die haben ihren zugehörigen Koeffizienten hier dabei stehen, mit denen sie multipliziert werden, plus noch einen Achsenabschnitt c. Ein bisschen seltsam sieht hier vielleicht aus, dass wir da zweimal den Koeffizienten hinschreiben. Da werden wir später noch sehen, warum das häufig hilfreich ist, das so hinzuschreiben. Wenn die Koeffizienten, die zum linearen Teil und zur Konstante gehören, 0 sind, dass also nur die Terme zweiter Ordnung übrig bleiben, dann nennt man diese Funktion auch eine homogene quadratische Funktion. Auch da schauen wir uns einmal ein ganz einfaches Beispiel an. x1 zum Quadrat plus x2 zum Quadrat. Gibt also keinen Kreuzterm und gibt keinen linearen Term und keine Konstante. Wie schaut das Ganze aus? Hier links einmal perspektivisch dargestellt, rechts wieder als Landkarte sozusagen mit Höhenlinien. Naja, x1 Quadrat alleine wäre also eine Parabel, die ich hätte. Und jetzt habe ich also Parabeln in beide Richtungen, sowohl in x1 Richtung als auch in x2 Richtung. Und die spannen mir also sozusagen hier so einen Talkessel auf. Hab hier unten dann mein Minimum und wenn ich zu den Rändern raufgehe, wird es immer höher. Das sehe ich rechts noch viel besser, also das Minimum bei dieser homogenen quadratischen Funktion liegt genau im Punkt 0, 0. Das ist das Kleinste, was wir erreichen können. Können wir uns auch ganz leicht klar machen. Ein Quadratterm ist immer positiv. Wenn ich zwei positive Zahlen aufeinander addiere, müssen die immer 0 oder positiv sein. Und den Wert 0 bekomme ich eben, wenn ich 0 zum Quadrat plus 0 zum Quadrat nehme. Und hier kann ich jetzt in alle Richtungen hin marschieren und bin also sozusagen in der Mitte am Fuße dieses Talkessels und kann dann zu allen Seiten aus diesem Tal hinaussteigen und muss dann aber diese Höhenlinien hinaufklettern. Auch hier wieder, manchmal sieht man die Darstellung ohne Farben, sondern nur mit der Beschriftung der Niveaulinien. Oder wenn es nur um die Formen geht und wie dicht gestaffelt sozusagen die Niveaulinien sind, dann wird auch manchmal die Beschriftung weggelassen. Eine andere quadratische Funktion habe ich hier noch hingemalt, x1 zum Quadrat, jetzt minus x2 zum Quadrat. Wir haben also in x1 Richtung eine nach oben offene Parabel mit einem positiven Koeffizienten und in x2 Richtung, also das war die x1 Richtung und hier haben wir die x2 Richtung, haben wir eine nach unten offene Parabel wegen dem negativen Vorzeichen. Und in Kombination, wenn ich die beiden Dimensionen zusammennehme, ergibt sich eben diese Sattelform. Sehe ich dann auch hier rechts in der einen Richtung. Hier bin ich nach oben offen, da gehe ich von den hohen, dunklen Werten zu den helleren, niedrigeren Werten und dann geht es wieder rauf zu den dunklen Werten und in der anderen Richtung komme ich von den hellen, niedrigen Werten, gehe zu den etwas dunkleren und dann wieder zu den hellen zurück. Ja, und überschreite einmal in der Richtung habe ich ein Maximum zu überschreiten, in der Richtung ist es ein Minimum, was ich durchschreite und deshalb in Kombination ergibt sich eben dieser Sattelpunkt. Auch hier wieder die Darstellung ohne Farben oder ohne Beschriftung. Einen letzten Funktionstyp möchte ich hier noch einführen, nämlich die Entsprechung der Potenzfunktion mit mehreren Variablen, nennt sich dann in den Wirtschaftswissenschaften eine Cobb-Douglas-Funktion. Wie sieht die aus? Wir haben also eine Konstante c, die multipliziere ich mit x1 hoch Alpha mal x2 hoch Beta. Damit das Ganze funktioniert, müssen eben sowohl x1 als auch x2 nicht negativ sein und auch die zugehörigen Potenzen müssen nicht negativ sein, damit das so eine Cobb-Douglas-Funktion ist. Wie schaut die dann aus? Ich starte hier, wenn x1 gleich 0 ist und oder x2 gleich 0 ist im Punkt 0. Ja, es reicht eben, dass einer
der beiden Werte x1 oder x2 0 ist, damit der ganze Funktionsterm 0 ist. Und dann kann ich aber hier sozusagen diesen Hügel raufgehen. Wenn ich mir das wieder als Landkarte vorstelle, ist das so ein bisschen wie so ein Ausläufer eines Berges, der Fuß eines Berges, um den ich hier unten drumherum gehen kann. Und ich kann aber auch hier auf den Bergrücken drauf marschieren und so auf entsprechend höhere Niveaus kommen. Die Darstellung hier ist wieder mit Farben und Niveaulinien, wie man es eben auf einer Wanderkarte auch kennen würde. Ich kann auch die Farben weglassen und nur die Niveaulinien hinzeichnen oder auch hier die Beschriftung der Niveaulinien weglassen. Und dieses hier ist eine Form der Darstellung, die man häufig in volkswirtschaftlichen Lehrbüchern sieht, wo es vor allem darum geht, eben die Form dieser Funktion zu bestimmen und wie diese Niveaulinien zueinander liegen. Und die Cobb-Douglas-Funktion kommt dabei häufig vor für zum Beispiel Produktionsfunktionen, wo es zwei Inputs gibt, x1 und x2, und ich muss beide Inputs einsetzen, um also hier raufmarschieren zu können. Wenn einer von beiden 0 ist, kann ich nichts produzieren. Ich muss beide Inputs haben. Also das Standardbeispiel in der Volkswirtschaft wäre Kapital und Arbeit. Und die müssen dann eben in einem guten Verhältnis zueinander eingesetzt werden, um dann die Produktion nach oben zu führen.